Herzlich willkommen in unserer Gaststätte zum Trauten Fischerheim in Kleinzicker auf der schönen Insel Rügen. Mein Name ist Martin Hanschuk, ich bin Inhaber der Gaststätte und wir führen diesen Familienbetrieb seit 1994. Unser Chefkoch Matthias Trifan zeigt Ihnen heute unsere Spezialität des Hauses, die Fischplatte zum Trauten Fischerheim. Der rote Fisch, das ist dann unser Lachs, den wir haben. Der ist jetzt gewaschen und abgetupft. Zander. Und hier ist noch ein Seelachs. So, die werde ich jetzt von der Mittelgräte noch befreien. Das ist der sogenannte V-Schnitt, sagt man, ne? Und dann ist der Fisch wirklich grätenfrei. So. Nehme ich hier ein Stück ab. So, den Rest packe ich erstmal weg. Mit dem Zander mache ich dasselbe. Der hat auch hier, wie man so fühlt, so eine Gräte, so eine Seitengräte. Das schneide ich dann so ein und auf der Haut lang. So, und dann nochmal, dann ist nichts mehr drin. Nochmal zäsellieren, das spannt die Haut dann nicht so. So. Und mit dem Lachs dasselbe, der ist aber schon, der hat keine Gräten mehr drin, da schneide ich mir auch nur eine Scheibe runter. So, hier habe ich dann noch einen Dorsch und den zäselliere ich auch. Das mache ich aus dem Grund, wenn ich den ins heiße Fett lege, dann spannt die Haut und rollt sich auf und wenn ich zäselliere, dann hat das ein schönes Muster und der rollt sich nicht so auf, der Fisch. Ja. So, dann mache ich hier ein paar Tropfen Öl da rein. Ganz wenig Weißwein. Kann ruhig saurer sein, also trocken. Das macht nichts. So. Und ein paar Kräuter. So. Dann lege ich den Fisch hier so rein. Und das Ganze kann ich eine halbe Stunde kalt stellen und danach ist er eigentlich schon gut durchmariniert. Also Salz macht man nicht ran, weil da würde die Flüssigkeit rauskommen. Ne? Salz zieht Wasser. Und dazu wollen wir ja essen Bratkartoffeln zu dem Essen, zu dem Fisch und die setze ich jetzt an. So. Schön heiß ist das Fett gleich, dass die gleich eine Kruste bildet. Ne? Bisschen Salz, Pfeffer, Paprika und dann lassen wir das erstmal braten. So. Also 10 Minuten werden die fertig sein. Und kurz bevor wir die anrichten, machen wir dann noch ein bisschen Schinken und ein bisschen Zwiebeln rein. Wenn wir die jetzt mit reinmachen würden, würde es verbrennen. Gut, also jetzt wollen wir das Gemüse, das blanchierte Gemüse, einfach durch Butter nochmal schwenken. Dazu nehme ich ein bisschen, man kann zerlassene Butter nehmen, wir haben jetzt in dem Fall geklärte Butter. So, machen wir dann jetzt schön und das dauert auch nicht lange hier, das geht ganz schnell. Machen wir noch etwas Salz mit dran und 1-2 Minuten ist das gut. Nehmen wir auch eine schön heiße Pfanne. Dann nehmen wir den Lachs, weil den Lachs melieren wir auch nicht. Der wird einfach nur leicht gewürzt, ein bisschen Salz. Den dann in die Pfanne. So. Die anderen Filets, die melieren wir ein bisschen. So. Und die Haut, die eine Haut haben, mit der Hautseite wird nur meliert. Das machen wir mit dem Zander genau dasselbe. So. Und dann rein. Ja. Dann zu 2 Minuten von jeder Seite und dann ist er eigentlich schon gut, der Fisch. Weil die Filets sind nicht so sehr dick und außerdem soll er noch ein bisschen saftig sein. Ne? Der Lachs ist natürlich sehr frisch. Mal aufpassen, dass er nicht auseinanderfällt. In der Zeit mache ich jetzt nochmal Schinken und Zwiebeln an die Bratkartoffeln, weil die nämlich auch gleich gut sind. Das ist hier
Schinken aus der Region. Nein, wie gesagt, ich mache das jetzt zum Schluss erst dran, weil sonst würde die Zwiebel schwarz werden und bitter schmecken. Dann, ne? Das Schinken würde auch verbrennen. So, jetzt kann ich den Fisch umdrehen. So, und die Hautseite, die lasse ich weiter braten, bis das Eiweiß hier oben austritt. Dann drehe ich nochmal ganz kurz um und dann richten wir an. Weil dann behält er nämlich einen glasigen Punkt in der Mitte. So. Also der Fisch ist gut hier. Okay, dann nehme ich den Fisch jetzt aus der Pfanne raus. Ich lege ihn ein bisschen auf Küchenkraft, damit es ein bisschen abtropfen kann. Ne? Und hier kann man das schon ganz gut sehen. Er hat noch einen glasigen Punkt in der Mitte. Okay. So soll das eigentlich auch sein. Dann nehme ich den restlichen Dill, den verarbeite ich jetzt hier. Ne? So. Selbstgeschlagene Hollandaise. Machen wir so ein bisschen anders hier. Und unsere Bratkartoffel. Seelachs hier. Lachs, Seelachs. Unser Dorsch und unser Zander. So. Dann. So, und einmal die Fischbrühe. Danke. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.